Hey Leute, weiter geht's mit Remember Me. Wenn ihr euch richtig erinnert, wir sind irgendwo unter Tage noch unterwegs und ja, die Botschaften, die uns hier erwarten, sind nicht so sonderlich, ja, einladend. Sowas wie Brain Pain. Ich weiß ja nicht. Gut, gehen wir mal runter. Beim letzten Mal haben wir hier gestoppt, weil ich nicht wusste, ob uns hier unten irgendwas erwartet. Oh, und es sieht tatsächlich nicht so ganz einladend aus. Hallo, Schrumpfköpfe. Ja, wer auch immer hier sein Unwesen treibt, ich habe so ein Gefühl, es steht ein Kampf bevor. Ja, sollen mal kommen. Nillin hat's ja drauf. Ich muss mir mal ganz kurz, weil ich jetzt ein paar Tage nicht gespielt habe, mal eben kurz nochmal die Kombos anschauen. Dreimal X, Y, X, Y, X, Y, Y, X, Y. Mein Gott. Muss man sich erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen. Have pain, am pain. Ja, das macht Sinn. Oh. Verdammt, Nellen. Ja. Die Diagnose ist korrekt. Korrekt. Oh, hier ist Johnny. Johnny Greenteeth? Nicht Johnny? Meine Fresse. What the hell? Verletzt, Doktor. Geh die Wagen entlang bis zur Kabine und finde die Notbremse. Ja, klingt doch gut. Ach so ging das. Ja, also ein bisschen an die Tasten wieder erinnern. So, ich fange mal mit ein paar einfachen Kombos an, die kann ich mich wenigstens gut erinnern. So. Ach so, hier wieder die Kerle an den Wänden. Ich erinnere mich. Schießen wir die da mal runter. So, Johnny. Na, Kollege, ich habe doch gesagt, du sollst nicht an der Wand hängen. So, ja, mit den kleinen Kombos kann man sich mal ganz gut über Wasser halten. So, das hätten wir. Nächster Raum. Ja, aber ein bisschen auf Entfernung, so lange bis die Jungs rankommen. Böses Mädchen! Ja, schön gesagt. So, ein bisschen hier Regeneration. Ja, wobei, ich denke, wenn da gleich ein Boss kommt, sollte ich jetzt nicht unbedingt jetzt schon meine Sensen-Technik raushauen. Ja, jetzt kommt nämlich der Boss hier. Der gute Johnny himself. Oh. What the. Hä? Hä? What the fuck? Was war das denn jetzt? Da stand doch keine Taste, dass ich irgendwo. What the fuck? Hab ich jetzt irgendwo ein Quicktime-Event verpasst? Oder hab ich. Ich hab da nichts gesehen, um ehrlich zu sein. Na gut, machen wir das halt nochmal. So. Mach auf die Tür. Das ist jetzt aber sehr merkwürdig. So. Jetzt mache ich mir. Ach, jetzt kann ich noch nicht. Na gut, dann machen wir es uns jetzt ein bisschen einfacher. Sensenraserei. Böses Mädchen. Komm mal runter hier. Habt auch was für dich. So. Ah, kann das sein, dass ich auf die Türen schießen muss? Ja, ich meine, hier ist ja nichts. Ja. Okay, ich glaube, ich habe den Fehler gesehen. Ich muss, glaube ich, auf die Türen schießen, auf die Türsteuerung. Okay, neuer Versuch. Ein bisschen ausweichen. Ja, komm. Machen wir ein bisschen Schaden auf Entfernung. Geht auch immer ganz gut. Ja, ich habe so ein Déjà-vu, liebe Freunde. Passend zum Spiel. Als hätte ich das hier schon zweimal gespielt. So. Mach auf. Okay.
Da hinten ist nämlich diese Türsteuerung. Ach, da muss ich diesen anderen wiegen. Das, oh, jetzt kommt's wieder. Jetzt, da muss ich natürlich dieses andere Ding anwenden. Oh Gott. Steuerung. Das ist natürlich jetzt doof. Also was mitten im Teil nachgucken zu müssen, kann ich hier gar nicht. Vielleicht sollte man die Tastenbelegung eingehen. So, lass mich mal schauen. Wie ging das denn nochmal, dieser Spezial? Ich muss doch nur gedrückt halten, oder? Ich würde fast sagen, wir helfen uns erstmal, indem wir nochmal die Sensenraserei einschalten. So, räumen die dadurch mal weg. So, und jetzt kümmern wir uns. Ja, verdammt. Wie ging denn das nochmal? Das ist natürlich, das ist jetzt echt mein Fehler, liebe Freunde. Ich habe nämlich echt tatsächlich vergessen, wie man diesen Spezial... Ich muss mir das hier mal angucken, bevor wir in den nächsten Raum gehen. Wie man diesen Spezialschuss abfeuert. Ah, okay. Ah. Ja, beim vierten Versuch, wisst ihr was? Third time's a charm. Naja, man muss halt mal ein bisschen... Ich muss mich auch mal ein bisschen reinfrimmeln. Für euch gab es jetzt keine große Pause bei Remember Me. Bei mir ist es einfach so, ich habe das Ding längere Zeit jetzt nicht gespielt. Und dann muss man sich auch erstmal wieder so ein bisschen daran gewöhnen. So, wie habe ich das jetzt gemacht? Okay, so. So, also... So, jetzt warten wir, bis das Ding hier So. Na, komm mal her. Kommst du schon wieder, Kollege Johnny? So, dann können wir jetzt mal unsere Sensenraserei einsetzen. So. Hey Johnny, willst du spielen? Ja, ich weiß nicht, ob das so perfekt lief, um mal ganz ehrlich zu sein. Aber zumindest haben wir neue Sachen fürs Combo Lab bekommen. Neue Fähigkeiten, die wir freischalten können. Schauen wir doch mal. Was ist denn hier? Da ist ein Schloss noch dran. Und hier, wisst ihr was? Ich würde ja gerne wieder einen Angriff haben, aber ich denke mal, wir nehmen einfach eine neue Heilfähigkeit. Lassen wir mal so, die bauen wir jetzt aber nirgendwo ein. Momentan brauche ich sie nicht. Wir werden uns das natürlich wieder, wenn Kämpfe ein bisschen schwieriger werden, werden wir es mal anschauen. So, Scaramac, ja, die übersehe ich viel zu häufig, würde ich fast sagen. So, Energie kann ich mit Sicherheit... Ja. Schadet nicht. Wo geht's hier hin? Oh. Was war das? Wahrscheinlich eine neue Mutationsform. Vielleicht eine neue Art Leaper. Sein Geist. Wie ein brausendes Meer aus Leid und Wut. Schnell raus aus der Metro. Wer weiß, was da unten lauert. Ja, ist kein doofer Ratschlag, um mal ganz ehrlich zu sein. Edge, warum hängen da... Ach, da hängt ein ganzer Roboter. Ja, heutzutage hängen Kondome in der Metro, im Jahr 2025 Roboter. Bisschen umschauen, nicht, dass ich hier irgendwo einen Amnesist vergesse. Bin ich da vielleicht hoch? Nee. Warte mal, war hier nicht irgendwas gerade? Scheinbar nicht. Jump on it, jump on it. So, gucken von oben nochmal, vielleicht...
Wie gesagt, ich schaue mich ganz gerne mal um in solchen Spielen. Wie gesagt, ich habe nicht den Anspruch, hier wirklich alles mitzunehmen, aber wenn man schon so die Möglichkeit hat, einen Überblick zu kriegen, dann sollte man auch schauen, finde ich. Also es ist hier wirklich echt cool von den Lichteffekten und alles. Gefällt mir unglaublich gut. Okay, ich frage jetzt, welche Richtung ist richtig und wo liegt was versteckt? Denn irgendwo wird hier was versteckt liegen, da bin ich mir relativ sicher. Wenn es in mehrere Richtungen geht, ist immer irgendwo was versteckt. Soweit kenne ich. Ach, hier liegen noch diese Pots, mit denen wir auch geflohen sind damals. Da liegen noch welche drin. Ewig schon. Bruder, willkommen! Wow. Ja, verlassen Sie die U-Bahn. Ist ein bisschen doof, wenn man direkt hier begrüßt wird von den Kleinen. Den kleinen Nervigen. Okay, vielleicht mal ein bisschen auf Regeneration gehen. Beziehungsweise hier so ein bisschen... ja, ihr merkt schon, wenn man spielt und dann gleichzeitig noch redet, dass auf Kombos achten muss, das ist gar nicht so einfach. So, Sensendos. Ab dafür. So, der ist weg. Und der hier steht noch so ein bisschen doof in der Gegend rum. So. Ja, einfacher als gedacht. Erstaunlicherweise. Schauen wir mal. Ich meine, hier geht es gleich weiter, aber ist hier noch... Ne, hier liegt auch nichts mehr. Nach oben geht's auch nicht. Ja. Welcher Wahnsinn unserer Generation. Hier lebten einst Familien. Die Regierung vertrieb sie gewaltsam, um den Saint-Michel-Damm zu bauen und die Bastille zu sichern. Was hängt denn da oben in der Luft? Seht ihr das? Der Würfel da hinten? Das sieht aber kurios aus. So, hier haben wir wieder eine Erinnerung, also eine Reminiszene. Jetzt gucke ich auch mal, wir sind bei 13 Minuten. Ich will eigentlich nicht mitten im Paar, aber ist eigentlich egal. Ist da was kommen. Ja, dann folgen wir... Oh, okay. Da haben wir Johnny. Hier kommt Johnny! Das hast du gehört, oder? Ruhig, Mann. Du bist wie eine Katze auf der heißen Herdplatte. Das ist unsere letzte Runde. Dann wird dieser Slum ausgespült. Okay? So, da geht er. Wo geht er hin? Ich gucke mich natürlich auch jetzt hier weiter um. Darf man natürlich nicht so viel Zeit verlieren bei diesen Remini-Szenen immer. Okay, Johnny, zeig, wie du es gemacht hast. Ah, hier sind Minen überall am Boden. Oh, hier muss ich natürlich wirklich Johnny folgen. Drauf treten wäre nicht ganz so gut. Ah, und es wird wieder der nächste Standpunkt angezeigt. Okay, wir sehen einen Hauseingang. Wir sehen einen Hauseingang. Ne, es sind zwei Häuser. Zwischen zwei Häusern. Davor muss der liegen. Das war jetzt aber nicht hier vorne, ne? Ich würde so ungern zurückgehen, wenn das Ding hier gleich explodiert. Aber ich denke, das kommt eh wieder im nächsten Teil, der irgendwo da oben ist. Gut, wir machen hier einen Cut und im nächsten Part geht's weiter.